willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, wie versprochen, zeige ich dir, wie man aus Zeitungspapier und PET-Flaschen schöne Vasen machen kann. Und zwar siehst du hier schon einmal ein Endergebnis von einer Vase. Das ist eine sehr kleine Vase, leicht in Gold gehalten. Dann habe ich hier eine Vase, die habe ich noch mit Wachs überzogen. Und hier siehst du noch Vasen, die unfertig sind, die ich auch in der Form her noch ein bisschen ändern möchte, da ich diese fertig machen für den Weihnachtsmarkt, sofern er stattfindet. Also als allererstes zeige ich dir, was du alles brauchst. Und zwar ist das einerseits so ein Pürierstab, einen, wo du noch vielleicht nicht mehr in der Küche verwenden. Wenn du nur einmal brauchst, dann kannst du den ohne Probleme noch wieder verwenden in der Küche. Dann kannst du es gut abwäschen, aber wenn du ihn halt sehr oft verwendest, so wie das bei mir der Fall ist, hast du Druckerschwärze dran, die nicht mehr weggeht. Und in der Küche das dann wieder zu brauchen, naja. Dann brauchst du so Molo-Crepe-Band, dann eine PET-Flasche. Das ist dir überlassen, wie gross die soll sein. Ganz nachdem, wie gross deine Vase soll werden, kannst du das anpassen. Und natürlich Zeitungspapier. Allerlei. Also es sollte wirklich Zeitung sein und nicht die Werbebroschüren. Mit dem ist es nicht gut zu modellieren. Die tue ich aber immer verwenden für den Aufbau. Jetzt gerade bei der Vase speziell. Also bei mir Werbung herzlich willkommen. Das kann ich immer gut brauchen. Dann Kleister. Was du halt gerade daheim hast an Kleister, wo du gute Erfahrungen gemacht hast. Ich mache sehr viel mit Pulpe, also mit Pappmaché. Und für mich ist das der Beste. Ich mache jetzt hier gratis Werbung, und zwar ist das vom Coop Prix-Garantie. Wer hätte es gedacht, aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Kleister. Und ein Topf setzt noch an. Das kann ein alter Kübel sein, das kann eine Salatschüssel sein. Ganz egal, was du gerade rum hast. Und dann würde ich sagen, starten wir. Du tust den Kübel mit warmem Wasser füllen. So etwa 3/4 voll mit Wasser füllen. Dann nimmst du Zeitungen. Ich mache das wirklich immer sehr, sehr einfach. Ich tue das einfach so reindrücken und im Wasser einweichen. Das habe ich jetzt eben schon gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Wenn ich sehr viel mache an Pulp, dann mache ich das einen Tag vorher, lasse das über die Nacht einweichen und dann ist das ideal. Aber wenn man kleinere Sachen macht, tue ich das direkt auch rein und dann noch verwenden. Ich mache das als allererstes, damit es Zeit hat zum Ziehen. Und so sieht das dann aus. Das schwimmt schon schön da innen, das habe ich etwa von einer Stunde gemacht. Aber wie gesagt, es braucht also nicht eine Stunde. Das mache ich immer als allererstes, damit es einfach Zeit hat. Dann nimmst du die PET-Flasche und überlegst dir, was für eine Form du gerne möchtest. Ich habe mir überlegt, dass ich sehr runde Form möchte. Das sind ja wieder so die Formen aus den 60er, 70er Jahren, gerade Trend. Und das soll es dann am Schluss geben. Also starten wir. Und zwar nimmst du eben, wie gesagt, du kannst natürlich auch normale Zeitung nehmen, wenn du jetzt keine Werbung hast. Weil die meisten haben ja einen Stoppkleber auf dem Briefkasten, was ich durchaus verstehe. Und dann mache ich hier einfach einmal einen Grundaufbau machen. Damit ich nachher weniger Pulpe brauche und es geht einfach auch schneller. Das klebe ich einmal hier drauf. Und dann entwickle ich das. Einfach wenn es eine sehr dünne PET-Flasche ist,
aufpassen, ein bisschen mit dem Druck, sonst verdruckst du gerade die ganze Flasche. Und dann tue ich hier mal einen Aufbau machen. Man sollte einfach eine gewisse Sättigkeit haben, damit du nachher die Pulpe schön auftragen kannst. Und unten schauen, dass du ein bisschen gerade bleibst, damit das Wasser einen guten Stand hat. Das kann man natürlich am Schluss noch mit Abschleifen noch mal ein bisschen ausrichten. Und auch hier oben gehe ich wirklich nicht bis ganz rauf. Weil es ist ja schlussendlich dann trotzdem Papier und wenn du Wasser einfüllst, mal etwas daneben kommt, dass es nicht gerade alles auflöst. Also so schnell geht es nicht, aber es hat einfach nur einen gewissen Sicherheitsabstand. Und dann machst du das so lange, bis du die Form hast, die du gerne möchtest. Wenn das jetzt soweit fertig ist, mit der Form, die du gerne möchtest, gehen wir jetzt dran, Sittingspapier zu bearbeiten, dass wir Pulp daraus machen können. Voilà. So, wenn das schön eingeweicht ist, tue ich das einfach leicht verrupfen. Das geht jetzt auch sehr, sehr gut, weil es schon aufgeweicht ist. Einfach so, dass es kein grösseres Stück mehr drin hat, damit der Mixer nicht so fest muss arbeiten. So. Ich nehme für eine Vase jetzt in dieser Größe sicher eine ganze Zeitung. Ich kann es jetzt leider nur mit einer Basler Zeitung vergleichen. Einfach wirklich eine grosse Zeitung. Und für den Fall, dass es nicht lange würde, ist das nicht so schlimm, dann tust du einfach nochmal frisch anmachen. Das ist überhaupt kein Ding. So, also, das sieht jetzt hier so aus. Und das tue ich jetzt mit dem Pürierstab mixen. Das ist dann das Ergebnis. Und das tun wir jetzt vom Wasser trennen. So. Für das brauchst du ein Abtrocknungstüchli, wenn möglich ohne Loch. Du hast das ins Brünneli reinlegen oder in eine Schüssel. Am besten ist es in ein Brünneli rein und dann kippst du das drauf. Einfach nur ein Teil, sonst quillt es auf der Seite raus. Dann nimmst du die Ecke, schau, dass du alles in der Hand hast und dann drückst du es aus. So gut es geht, dass so viel wie möglich Wasser draussen ist. So. Und dann sieht das so aus. Und das machst du jetzt mit dem ganzen Rest. Dann kommt das ihres
Und dann tue ich das einfach nochmal verkrümeln. Wenn du das gemacht hast und dass es so aussieht, kommt jetzt der Kleister dazu. Den Kleister kannst du anrühren, so wie es auf der Verpackung steht. Ich mache das ein bisschen, wie sagt man, nach Gefühl. Also, dass er etwa so richtig pumpig ist. Ich habe jetzt hier eine Menge angerührt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Anteil Kleister zu wie viel Zeitungspapier du sollst anrühren. Ich mache das peu à peu und schaue einfach, wie viel das es braucht. Also ich nehme sicher mal so eine richtige Handvoll bei dieser Menge und mische das einmal mischen. Und dann merke ich die Klebrigkeit davon. Und dann tust du das wie ein Teig kneten, so lange, bis du eine homogene Masse hast. Also das geht schon 5 Minuten, bis wirklich alle Zeitungsfasern sich aufgesogen haben mit dem Kleister. Und ich nehme immer zuerst ein bisschen weniger Kleister und schaue dann, ob es noch ein bisschen etwas braucht. Also ich tue das jetzt einmal kneten, bis es so weit ist. Und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Nachdem die Pulp fertig ist, können wir anfangen. Es muss einfach eine gewisse Klebrigkeit haben. Man kann es etwas vergleichen wie mit einem Teig. Du merkst das. Also, nein, es sollte einfach wirklich klebrig sein und es darf nicht zu nass sein. Sonst rutscht das immer wieder vom Objekt ab. Wenn es zu wenig klebt, machst du einfach nochmal ein bisschen Kleister und tust das nochmal unten mischen. Und dann würde ich sagen, starten wir. Und für das brauchst du, Entschuldigung, ich persönlich finde die am besten, die sind vom Baumarkt, die Plastikspachtel. Du kannst aber auch mit dem Holzspachtel, wo man vom Töpfern her kennt, kannst du nehmen. Oder ich nehme auch noch sehr gerne die Metallspachtel. Da klebt einfach Pulp einfach weniger dran als beim Papier. Dann würde ich sagen, starten wir. Und dann nehme ich einfach mal ein bisschen und tue das ein bisschen flach drucken und setze das an. Und du das einfach mal ganz grob andrucken und dann merkst du eigentlich schon, ob sie genug klebrig ist oder nicht. Und wie gesagt, sonst tust du einfach nur mal Kleister dran. Und dann tust du das bearbeiten, indem du das schön verstreichen, ruhig auch ein bisschen mit Kraft. Und überleg dir im Vorfeld, ob du das nachher möchtest schleifen oder so willst lassen. Wenn du schleifen willst, dann mach eine dickere Schicht drauf. Thank you.
meine Form ist jetzt soweit vorerst fertig. Und ich komme jetzt auf die Unterseite. Hat. Und da sehe ich dann auch ganz schön, wie dick sie ist und wo ich noch ein bisschen bearbeiten muss. Mein Hund ist immer noch selig am Füßeln, wie man hört. Da mache ich jetzt einfach die schönen Übergänge. Also ich arbeite hier in beide Richtungen. Soweit ist jetzt meine Vase mal fertig. Du hast mal einen Einstieg in Pulp gekriegt, wie man das macht, Schritt für Schritt. Du kannst wirklich jede Form machen, die dir gefällt. Ich würde wirklich mit etwas Einfachem anfangen. Alles, was symmetrisch ist, ist halt immer ein bisschen schwierig. Da sich das Papier auch dann beim Trocknen wird verziehen. Wenn ich Zeit habe, respektive wenn ich Sachen mache, die ich verkaufe, mache ich das immer in zwei Schritten oder drei, je nachdem. Dann mache ich das erste Mal einfach Detail, die Oberfläche, lasse den trocknen, mache dann den Unterteil, lasse den auch trocknen. Tue aber je nachdem gleichzeitig noch mal ein bisschen ausbessern, weil sich eben, wie gesagt, die Zeitung tut verziehen beim Trocknen. Und dann, wenn ich sehe, dass man jetzt eine Seite ziemlich reingezogen hat, dann kann ich das noch mal ausbessern, gleichzeitig mit dem Boden und lasse das trocknen. Und dann tue ich es schleifen, wenn ich das möchte. Und dann kann es natürlich auch bei mir passieren, dass ich einmal durchkomme. Wie jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier sieht man unten das Klebeband. Und dann muss ich mich entscheiden, wenn ich es einmal und es nur ganz ein bisschen ist, dann kann ich es lassen. Und sonst kann ich das auch nochmal mit Pulp bearbeiten und wieder trocknen lassen. Also es sind dann schon mehrere Schritte, bis so etwas trocken ist und fertig ist. Aber wenn man es von daheim macht, und ich finde, man darf ja auch sehen, dass es von Hand gemacht ist. Es ist ja schließlich Handarbeit und das hat ja auch seinen Reiz und seinen Charme, wenn nicht alles perfekt ist. Wir haben ja auch unsere Ecken und Kanten. Ich lasse jetzt das trocknen. Je nach Raumtemperatur geht das zwischen 3 bis 5 Tage. Ja, wahrscheinlich eher 5 Tage, es kommt immer darauf an, wie dick die Schichten sind. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in 5 Tagen. Ich lasse das jetzt trocknen und ich möchte dir zeigen, wie die Vase weiter bearbeitet wird. Und in dieser Zeit kannst du auch schon mal mit einer Vase anfangen und dann mit mir weitermachen. Wenn du Fragen hast oder einen Kommentar, schreib ihn bitte unten rein. Ich würde das sehr gerne beantworten. Und like mein Video, es würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis in 5 Tagen.
bleib kreativ, genieße das Leben, jetzt besonders. Und alles Gute, tschüssli.